Wer liebt sie nicht? Filme, in denen ein Hund die Hauptrolle spielt. Sie bringen uns zum Lachen, zum Weinen, aber vor allem bringen sie uns nahe, wie tief die Beziehung zwischen Hund und Mensch sein kann. Viele belächeln das und glauben, das gibt es nur im Film. Aber auch wenn viele Geschichten Fiktion sind, so gibt es solche Beziehungen wirklich. Und sie sind noch viel schöner, denn sie sind echt. Ich habe mir das zum Anlass genommen, euch die besten Filme in unserer neuen Kategorie Hundefilme vorzustellen. Denn es gibt ein paar Filme, die ihr nicht verpassen solltet. Perfekt für einen gemeinsamen Kuschelabend mit Hund, Kindern, dem Partner oder allen zusammen. Natürlich lasse ich es mir auch nicht nehmen, diese Filme zu kommentieren. Aber keine Angst, Spoiler gibt's keinen. Finch. In diesem Video geht es um den relativ neuen Science-Fiction-Film Finch. Der Film hätte ursprünglich im Kino laufen sollen, wurde dann aber von der Streaming-Plattform Apple TV Plus gekauft. Dort kann man ihn nun streamen, was mich persönlich ehrlich gesagt gar nicht so stört. So konnte ich ihn wenigstens gemeinsam zusammengekuschelt mit Cassie anschauen. Handlung. Der Robotikingenieur Finch, gespielt von Tom Hanks, ist einer der scheinbar letzten überlebenden Menschen. 10 Jahre zuvor kam es zu einer Sonneneruption, welche große Teile der Ozonschicht zerstört hat. Das Ereignis brachte Temperaturen von bis zu 65 Grad Celsius und eine tödliche UV-Strahlung mit sich, wodurch die Bevölkerung großteils ausgerottet und die Erde zu einem unbewohnbaren Ödland geworden ist. In einem unterirdischen Labor lebt Finch deshalb alleine und zurückgezogen mit seinem Hund Goodyear. Er verlässt das Labor nur in einem speziellen Schutzanzug, nämlich dann, wenn er sich auf die Suche nach Vorräten begibt. Den Hund muss er aufgrund der Umstände alleine zurücklassen und kann ihn nicht mitnehmen. Die starke UV-Strahlung macht Finch gesundheitlich sehr zu schaffen und er weiß, dass er nicht mehr allzu lange leben wird. Deshalb baut er einen humanoiden Roboter, der ihm einerseits Gesellschaft leisten soll, aber vor allem soll er sich nach seinem Tod um den Hund kümmern. Dafür bespielt er den Roboter mit enzyklopädischem Wissen, welches unter anderem auch Informationen über die Ausbildung und Pflege von Hunden umfasst. Leider muss Finch den Datentransfer bei 72% abbrechen, da sie aufgrund eines herannahenden Extremwetters schnell ihren sicheren Unterschlupf verlassen und weiterziehen müssen, vor allem weil die Vorräte ausgehen. Auf ihrer Flucht, welche in Form eines Roadtrips dargestellt wird, versucht Finch dem Roboter noch auf andere Weise wertvolle Lektionen über das Leben beizubringen. So viel zur allgemeinen Handlung. Anschauen müsst ihr ihn euch schon selbst. Was ich von diesem Film halte? Mein erster Gedanke: Das war ein schöner Film. Und das ist er auch. Ein postapokalyptischer Roadtrip-Film, der zwar wenig überrascht, aber eine nette Unterhaltung bietet. Mit Tom Hanks in der Hauptrolle kann man hier eigentlich auch nicht viel falsch machen. Goodyear ist ein zotteliger Irish Terrier, der seine Rolle souverän spielt. Aber der Funke zwischen den zwei Darstellern fehlt mir, denn irgendwie sind sie nicht zu 100% auf einer Wellenlänge. Sobald ich mir mehr Gedanken über die Darstellung des Hundes gemacht habe, fielen mir mehr und mehr Punkte ein, die ich bemängeln muss. Vor allem, wenn man meine anderen Videos wie zum Beispiel Haustier oder Bester Freund kennt. Denn was das betrifft, hat der Film meiner Meinung nach sein Potenzial nicht ausgeschöpft. Goodyear wird halt einfach als klassischer Hund dargestellt, der brav daheim wartet, bis sein Herrchen wiederkommt, der den Ball bringt und bellt, wenn ihm etwas suspekt ist. Es zeigt ein ganz einfaches, wenn nicht sogar charakterschwaches Bild eines Hundes, wie es leider sehr gern vermittelt wird. Er macht keine großen Kunststücke, hat keine besonderen Eigenheiten und wartet im Prinzip nur brav, bis sein Herrchen wieder zurückkommt. Ich finde, dass die Beziehung um einiges inniger sein müsste, vor allem wenn man die Umstände bedenkt. Unter diesen Umständen hätte der Hund ruhig auch mehr Menschlichkeit bekommen können. Denn wir alle wissen, wie menschlich Hunde sein können. Ich tippe darauf, dass der Regisseur und wahrscheinlich auch Tom Hanks selbst entweder keinen Hund haben oder sich nicht wirklich tiefer auf den Hund eingelassen haben. Das ist ein Hund, das ist ein Roboter und darüber ist der Mensch. Und das ist schade. Dem Roboter wird hier viel mehr Status eines fühlenden Wesens zugesprochen als dem Hund. Wie verrückt ist das und was soll es uns sagen? Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Roboter am Ende eigentlich eine bessere und tiefere Bindung zu dem Hund hat, als Finch es hatte, weil er den Hund nicht als Hund sieht, sondern einfach als Freund. Verschwendetes Potenzial. Für das, was ein Hund an Potenzial hätte und welche Bedeutung er in dieser Geschichte hat, ist die Beziehung zwischen Finch und Goodyear viel zu schwach. Auch wenn Tom Hanks in einem Interview vom Gegenteil spricht. Stell dir mal vor, du wärst der letzte Mensch auf der Erde und ein Hund ist das Einzige, was dir bleibt. Wäre nicht wenigstens dann der Hund dein bester Freund? Natürlich ist es ein schöner Gedanke, dass Finch für seinen Hund einen Roboter baut, damit er sich um den Hund kümmert, wenn er ablebt. Etwas, das ich wohl auch machen würde, wenn ich Robotikingenieurin wäre. Aber alles darüber hinaus fehlt.
denn obwohl ich noch Menschen in meinem Leben habe, habe ich eine so viel tiefere Bindung zu Cassie als Finch zu Goodyear. Ich meine damit nicht, dass er sich nicht um seinen Hund sorgt und ihm ein gutes Leben ermöglicht, zumindest so gut es unter diesen Umständen halt geht. Aber ganz ehrlich, gerade in so einer Situation würde der Mensch doch dazu tendieren, seine Ansicht gegenüber einem Hund zu Freund zu ändern. Und dieses kleine, aber feine Detail würde dem Film so viel mehr geben. Wenn ich daran denke, wie viele Emotionen Cassie darstellen und zeigen kann, wie ich mit ihr reden und kommunizieren kann und vor allem, was sie zurückgibt. Nämlich so viel mehr als einfach nur einen lieben Blick mit großen Augen. Und wenn das alles ist, dann ist das schade. Denn es erzeugt in den Menschen wieder mal ein falsches Bild. Aber klar, schaut man sich die Zeitungskritiken an, wollen die Leute genau dieses Bild und finden es sogar gut. Aber Hauptsache der Roboter ist so menschlich wie nur möglich. Denn das ist schließlich unsere Zukunft. Darstellung der Szenen. Die Darstellung des Hundes ist wie bereits angesprochen sehr klassisch, aber nicht falsch. Es wird auf die Bedürfnisse des Hundes eingegangen und mit lustigen Szenen wie dem Hund am Laufband untermalt. Eine Beschäftigung in totaler Quarantäne ist nicht leicht und Bewegung sehr wichtig für Muskeln, Skelett und Wohlbefinden des Hundes. Finch wird beim Heimkommen freundlichst begrüßt und jeder isst sein Essen für sich allein. Auch wenn Goodyear respektvoll mit dem Essen auf Finch warten würde. Wobei mir diese Szene und ihre Aussage wieder fragwürdig erscheint. Soll es wohl in den Menschen eine Form von Beziehung zwischen den beiden zeigen? Später sitzt Goodyear mit Finch gemeinsam bei Tisch, mit den Pfoten am Tisch. Das ist mir wieder zu übertrieben und vermenschlicht. Aber sie haben es wenigstens probiert. Die Szene, wo Goodyear dem Roboter ans Bein pinkelt, ist wohl eine klischeehafte Darstellung, dass er ihn verachtet. Ob das in der Realität so wäre? Vielleicht. Zu weit möchte ich darauf jetzt aber nicht eingehen. Dass der Hund dem Roboter allerdings zu Beginn kritisch gegenübersteht, ist nachvollziehbar. Finch unternimmt aber auch nicht so unglaublich viel, um das zu ändern. Ich wäre zum Beispiel zum Roboter hingegangen und hätte ihn umarmt, um Cassie zu zeigen, dass er ein Freund ist. Suspekt wäre er aber zu Beginn auch gewesen. Ob man einem Hund leicht beibringen könnte, dass er nur im Schatten bleiben darf, ist eine spannende Frage. Aber ich denke schon. Goodyear kann es jedenfalls nicht und muss deshalb an der Leine geführt werden. Ich hätte jedenfalls die Zeit in der Einsamkeit mehr an der Beziehung gearbeitet, als an einem Roboter, der meine Rolle einnehmen soll. So oder so, der eine kann wohl besser mit Computern, der andere mit Tieren. Vielleicht erklärt das auch einiges. Wende am Ende. Das Spannende an der Darstellung des Roboters ist, dass er als kindlich dargestellt wird, weil er nur 72% der Daten übertragen bekommen hat. Offensichtlich soll es darauf zurückgeführt werden, dass er somit dem Hund viel mehr auf einer Ebene begegnet, ihn nicht nur als Hund sieht, sondern als seinen Freund. Nach Finchs Ableben wird das immer deutlicher und hier zeigt sich, was wirklich in einem Hund steckt, wenn man ihn als mehr sieht als einen Hund. Für mich hat der Film hier erst richtig begonnen. Bild von Erwachsenen. Es macht ganz deutlich, welches Bild in den Köpfen der Menschen gespeichert ist. Sobald man erwachsen ist, steht man über einem Hund. Und das stört mich ein bisschen, denn so wird sich diese Einstellung nie ändern. Das Problem unserer Gesellschaft liegt aber viel tiefer, denn wäre der Hund anders dargestellt worden, würde man wieder denken, ach, das ist ja nur ein Film, in der Realität ist das ganz anders. Was zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung schreibt, ist erschreckend klischeehaft. Immerhin, der Hund darf wenigstens anders als die meisten Filmhunde wirklich ein Hund sein. Nicht nur mit Hundeblick, sondern auch mit Hundebedürfnissen und ohne menschliche Eigenschaften, die ihm unterstellt werden. Die bekommt dafür in diesem Film der unheimliche Roboter, in dessen Obhut der arme Hund gegeben wird. So verlässt sich der Film doch etwas zu sehr auf die dramaturgisch ziemlich billige Rettung des Tieres und zwingt dem Zuschauer eine Emotionalität auf, die sich hohl, künstlich und gezwungen anfühlt. Die Szene mit der Hundeadoption finde ich trotzdem wichtig, übt diese wenigstens die notwendige Kritik an der Menschheit. Denn sogar in einem Extremfall würden wir uns lieber gegenseitig ausrotten, um zu überleben, als uns gegenseitig zu helfen. Schade, aber das ist wohl traurige Tatsache. Fazit? Cassie und ich geben dem Film 5 von 10 Pfoten. Er ist weder wirklich spannend, noch zeigt eine tiefe Hund-Mensch-Beziehung. Die Performance des Roboters macht das Ganze aber wieder zu einer durchweg lustigen und entspannten Unterhaltung. Ein guter Film für einen angenehmen Sonntagabend, kuschelnd auf dem Sofa. Ich wünsche mir einen zweiten Teil, in dem die unvoreingenommene Freundschaft zwischen dem Roboter und Goodyear dargestellt wird. Hierzu hätte Cassie schon ein paar Ideen. Was meinst du? Bist du meiner Meinung oder siehst du es anders? Lass es mich in den Kommentaren wissen, gib uns ein Like, wenn du die Kritik hilfreich gefunden hast und abonniere am besten gleich unseren Kanal, damit du keins unserer Videos mehr verpasst.